Hallo miteinander, heute machen wir den feinen französischen Gemüsegratin aus der Provence. Herz allerliebst. Die Aromen, die hier rauskommen, schauen zu, lohnt sich. Prost miteinander. Prost miteinander. Auf ein gutes Video. Bevor wir loslassen, kurze Stärkung. Ist wichtig. Der Wasserhaushalt muss stimmen. Hier seht ihr, was ihr braucht zum Nachkochen. Ihr habt ein Rezept abgegeben oder auf der Bring-Einkaufsliste. Das könnt ihr einkaufen und nachmachen. Als nächstes Gemüse schneiden. Ich habe hier alles ein bisschen streifig geschnitten. Hier drinnen läuft der Backofen. Der ist am Vorwärmen auf 200 Grad. Und dann für unseren französischen Gemüsegratin ein Rezept aus der Provence. Sehr gut. Ein bisschen Olivenöl in eine Gratteform geben, dann Zwiebeln drauf verteilen. Nie sparen bei den Zwiebeln. Ja, nicht. Es gibt ein gutes Aroma. Dann Knoblauch dazu pressen. Auch ein bisschen verteilen. Dann haben wir hier unsere brandneuen Gewürzmühlen von McCormick. Die gibt es jetzt in Coop und Migros. Ein bisschen Pfeffer dazu geben. Könnt ihr selbstverständlich auch einfach ganz normal nehmen, wenn ihr die Haie habt. Dann haben wir hier Knoblauch-Chili-Mix. Passt natürlich auch sehr gut. Ist nicht ganz klassisch zu diesem Rezept. Aber da ist das gewisse Etwas. Dann Salz. Wo haben wir es hier? Kräftig salzen. Da reicht das mehr. Genau. Und dann schneiden wir das Gemüse schichtweise da drin aufstellen. Ganz wichtig, immer zuerst eine Lage Tomaten, dann eine Lage Aubergine und dann wieder eine Lage Tomaten. Fürs Auge? Nein, Tomaten hat mehr Flüssigkeit drin als die anderen Gemüse. Und dann haben wir noch genug Flüssigkeit zum Backen. Es wird auch halb trocken. Das ist wichtig. Jede zweite Lage tun wir hier mit Tomaten. Sehr gut. Bestücken das schöne Gratin-Förmchen. Dann ist wichtig, dass man hier vorne so ein bisschen Druck drauf gibt, dass es schön eng geschichtet ist. Das machst du aber schön. Ey. Gib mir Mühe, Sandro. Mit Liebe. Gell. Wenn er schön geschichtet ist, unser Gratin, nochmal kräftig Salz von oben drauf geben. So. Dann ein bisschen Thymian und Oregano geröchnet. Kann man selbstverständlich auch frisch machen. Das ist jetzt die einfache Variante hier. Aber das Degersheim ist halt schwierig, oder? Die Füße zu bekommen. Das ist keine Ahnung von Degersheim, Junge. Das stimmt. Dann nochmal ein bisschen Olivenöl oben drauf. Und dann wäre es das schon. Grande. Dann gehen wir jetzt 40 Minuten Backofen, 200 Grad. Und dann ganz wichtig, nach 20 Minuten, nach 30 Minuten, tun wir hier mit einer flachen Kelle schön drauf drücken, dass man das Gemüse in seinen eigenen Saft reindrückt, dass der dann schön gar wird. Sehr gut. Verstanden? Verstanden. Gut, also. Gut, das wär's. Päusli. Schön abdrucken hier, dass es möglichst eine saubere, einheitliche Fläche gibt. Jetzt ist schon 20 Minuten drin. 20 Minuten, genau. Und jetzt sieht man hier, wie der Saft unten dran rauskommt von den Tomaten. Und jetzt ist einfach hier schön, dass wir das Gemüse drin trocken, möglichst gleichmäßig. Dann ist das Garen im eigenen Saft, Sandra. So schön. So, jetzt nochmal 10 Minuten, oder was? Nochmal 10 Minuten, nochmal drin trocken und dann nochmal 10 Minuten und dann ist das Kunstwerk fertig. Picobello. Gell? So. So sieht das aus, wenn der Gratin fertig ist. Wunderschön. Schmeckt hervorragend, ne? Da ist schon Vogel drin. So schlecht. Dann schöpfen.
Schmeckt aber sehr gut. Probieren. Fantastico. Ein Träumchen, du. Und er ist noch gesund. He? Mega feines Rezept. Lohnt sich zum Nachkochen probieren zu Hause. Viel Spass dabei. Ciao zusammen.